Alles, was gegen den Dollar gehandelt wird, hat am Freitag einen ziemlich brutalen Absturz erlebt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Woche zum Ausblick auf die Märkte heute. Wir haben am Freitag diese Rede von Janet Yellen gesehen, die gesagt hat, naja, die Gründe sind triftiger geworden für eine Zinsanhebung. Aber dann wurde es immer dovischer, unter anderem mit der Aussage, Notenbanker werden sich überlegen, ob sie noch andere Assets kaufen können. Die Märkte haben das als dovisch gesehen, sind nach oben gelaufen. Aber dann kam in einem Fernsehinterview Stanley Fischer, der Vizechef der Fed, und hat gesagt, nichts, was Janet Yellen gesagt hat, spricht gegen eine mögliche Zinsanhebung im September. Die US-Wirtschaft sei stark und entscheidend sei der Arbeitsmarkt. Und wenn Fischer sagt, entscheidend ist der Arbeitsmarkt, dann spricht er etwas an, was ja ziemlich gut läuft. Die Arbeitslosenquote zumindest offiziell relativ niedrig, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe niedrig. Also er hat sich auf das bezogen, was eigentlich stark ist, und weniger sich fixiert zum Beispiel auf die doch etwas niedrige Inflation etc. Und das war eine ultrahawkische Nachricht. Die Märkte sind nach unten gegangen, alles was gegen den Dollar gehandelt wird, ist nach unten gegangen. Die Aktienmärkte in den USA sind dem dann doch gefolgt. Wie wird es jetzt weitergehen? Wir gehen erstmal davon aus, dass die Geschichte jetzt schwierig wird für die Aktienmärkte, denn jetzt ist wohl doch die Situation da, dass man schon im September mit einem Zinsschritt rechnen kann, nicht muss, aber kann. Dezember wird jetzt immer wahrscheinlicher, spätestens Dezember wird immer wahrscheinlicher, und das wird die Aktienmärkte belasten. Schauen wir uns mal die Vorgaben aus Asien an, da sehen wir den Nikkei, der freut sich mit 2,39% im Plus, weil Dollar-Yen stark nach oben schießt, der Yen schwächer wird gegen den Dollar. Wir sehen Shanghai mehr oder weniger unverändert, ebenso Hang Seng, und wir sehen Verluste in Australien, weil Rohstoffe eben unter Druck kommen aufgrund der Dollarstärke. Das dürfte eben das ganz große Thema sein. Rohstoffe, vor allem Öl etc. dürften weiter belastet bleiben. Gehen wir gleich mal rein in die Charts und gucken, was sich da tun wird, nachdem ich Sie noch kurz hinweise auf die Daten heute, PCE-Kernrate, also Verbraucherpreise, Kernrate, private Einkommen und Ausgaben aus den USA 14.30, dass die Daten so ein bisschen zweite Reihe, nicht so das ganz große Ding, das da anstehen wird. Also rein in die Chart, und da sehen wir hier den DAX, wie er sich präsentiert hat, mit den Aussagen Yellens über die 10.600er Marke schießend, dann nach unten gehend in Richtung 10.450. um sich dann wieder etwas zu erholen. Wir sind nach wie vor in dieser Range 10.390 bis 10.660. Ich halte die Wahrscheinlichkeit für größer, dass wir diese 10.390 nach unten unterbieten, als die 10.660 nach oben, nachdem jetzt eben diese Zinsangst im Markt ist. Wir sehen etwas besser die Situation an den US-Indizes, die sich hier zunächst wirklich stark gefreut haben über Janet Yellen, in Richtung 2190 gegangen sind, um dann fast 30 Punkte im S&P abzustürzen. 2160 hier, das ist beim S&P durchaus eine Hausnummer, 30 Punkte. Wir haben uns dann leicht erholt, werden aber wohl weiter nach unten tendieren. Wir gehen davon aus, dass jetzt die US-Indizes sich wieder schlechter entwickelten werden, dass der Dollar noch stärker werden wird, was tendenziell ja für US-Unternehmen, die im Ausland aktiv sind, nicht so wirklich gut ist. Also US-Märkte dürften schlechter performen als europäische Indizes, die es aber auch nicht bombig wohl haben werden. Wir sehen den Dow Jones unter 18.400 Punkten, nachdem wir hier auch schon deutlich höher waren. Ähnliches Bild auch beim Dow. Wir sehen diesen brutalen Absturz beim Euro-Dollar, als wir hier von 1.1340 runter sind auf 1.1170, 1.1160. Das sind natürlich schon Hausnummern, da ging es richtig zur Sache. 200 Pips mal ebenso in relativ kurzer Zeit, das ist mal eine Ansage. Gegensätzlich das Bild beim Dollar-Yen, 102,25. Hier sehen wir also die Dollarstärke, wie sie leibt und lebt. Wir sehen das britische Pfund schwächer bei 1,3122. Apropos britisches Pfund, heute Bankfeiertag in UK. Dadurch wird es ein bisschen ruhiger zugehen, wohl an den Märkten. Also London hat geschlossen. Wir sehen das Öl bei 47 Dollar im Oktoberkontrakt, eben auch belastet durch die Dollarstärke. Wir sehen ähnliches Chartbild, erst nach oben, dann nach unten. Belastet auch das Gold, 1316, hier droht der Durchbruch jetzt durch die 1310er Marke, und natürlich auch Silber, 18,45 Dollar, nachdem man am Freitag schon über 19 Dollar war. Also es wird schwieriger für die Märkte jetzt. Es wird das Thema sein, dass die Zinsen steigen, dass im Mindesten wird jetzt
von den Märkten ein Stück weit einzupreisen sein, denn das, was Fischer gesagt hat, war viel konkreter als das allgemeine Blabla von Janet Yellen. Und Fischer ist derjenige, der die Strategie faktisch macht innerhalb der Fed. Es wird dazu führen, dass Emerging Markets jetzt Schwierigkeiten kriegen, dass der Dollar stärker wird und dass Rohstoffe schwächer werden. Und das alles wird so ein Thema sein, was die Aktienmärkte perspektivisch belastet. Und ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diese Woche. Bis dann, ciao. Thank you.